So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe nämlich diesen Energy gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wo der überhaupt her ist. Lass mich kurz überlegen. Tee gut vielleicht? Vielleicht kennt ihr das ja. Nee, warte mal. Das war irgendwo im Kick, im Teegut. Irgendwo war es auf jeden Fall her. Das ist der einzigste, den ich gesehen habe. Sonst gibt es ja immer verschiedene Sorten. Immer irgendwas mit Früchten. Classic gibt es sowieso und Zero. Aber hier habe ich nur diesen einen gesehen. Ich weiß nicht, ob es davon noch mehrere gibt. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein. Das ist nämlich ein Synetic Energy Drink. Energy Drink von Synetic. Und das ist auch schon alles. Und weil ich nicht weiß, wie das schmeckt, aber das mal zeigen möchte, was es so alles gibt, wollte ich das jetzt mal hier so rein. Warum habe ich eigentlich noch nie Rockstar oder Monster getestet? Alle verschiedenen Sorten. Das kennt ja jeder. Aber ich will immer Sachen testen, wo ich mir denke, dass das nicht jeder kennt. So, ich habe hier mein Tastingglas. Ich werde jetzt mal einen ganz kleinen Nipper hier nehmen. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Taurin und Koffein, mit zugesetzten Phytamin, erhöhter Koffeingehalt, 0,4 Gramm pro 100 Milliliter. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Wir machen es mal auf, nehmen einen Schluck aus der Dose. Ungefähr so. Dann schmeckt es noch Energy, ja, aber auch ein bisschen wässrig. Nicht ganz so süß. Und irgendwie gerade auch sehr erfrischend, weil es frisch aus dem Kühlschrank kommt. Ich habe mir nämlich gerade eine Pizza reingemacht, die ich für Ramses Kitchen teste, die 5-Käse-Pizza. Und solange wie die Pizza im Ofen ist, habe ich gedacht, mache ich kurz den Test mit diesem Energy. Filme den jetzt auch mal hier ein. Ich muss den eh noch in die Kamera halten für ein Thumbnail. Ungefähr, warte, so. Da ist ein Thumbnail. So, siehst du wieder aus wie eine Kartoffel, das passt. Also ich kenne den nicht, ich weiß den Preis jetzt auch leider nicht mehr, aber ich muss sagen, der ist gar nicht so verkehrt. Ich bin kein Energy-Fan, ich bin kein Energy-Drinker, ich trinke so selten Energy, aber den kann man trinken, der schmeckt. Aber da ist natürlich auch wieder Zucker drin, deswegen trinkt den nicht, trinkt lieber was anderes ohne Zucker, zum Beispiel Leitungswasser, das ist auch richtig genial. Das ist jetzt die Farbe, das ist das goldene Glas vom goldenen Handschuh, das ziehe ich jetzt noch weg, würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Man, enough to...